Moin Moin und hallo Leute, hier wieder zurück zu Smite, zusammen wieder mit unseren allseits beliebten Pauschen. Yeah. Heute geht's los mit der nächsten 3 gegen 3 Runde und dem nächsten Gott. Und es gibt einen neuen Gott jetzt. Kam vor 2-3 Tagen. Und zwar ist das Xing Tian. Und den werden wir mal hoffentlich jetzt ausprobieren können. Ich dachte, ich mach den jetzt. Oder machst du den jetzt? Nee, du machst den jetzt und dann meine ich doch natürlich nächste Folge. Genau. Also Päuschen spielt jetzt erstmal Xing Tian. Ich werde jetzt Armor übernehmen, weil den hatten wir vergessen. Das hatte ich vergessen das letzte Mal. Der fehlte dann noch. Laut des Alphabets. Und dann kommt der Xing Tian, der zwar auch irgendwann gekommen wäre, aber da haben wir Armor. Yuppie. Was? Wie viele Skills hat denn der? Boah, hier, Devil Skin. Devil Skin, Ja, der Teufelskin von Armor. Sieht voll bedrohlich aus und so. Okay. Mit den rosa Wänkchen. Aber Armor erinnert mich voll an Kupi. Kupido oder wie der hieß. Kupi. Von Cosmo Wanda? Nein, hier gibt's doch noch einen, der hieß Kupi oder so. Kupid. Ja, gab's da noch einen, der Kupido hieß? Ja. Kupid. Das war doch auch so ein kleines Kackbaby, oder nicht? Weiß ich gerade gar nicht. Sagt mir gerade gar nichts. Umbenannt. Ich dachte, es wäre nur Armor. Nee, ich weiß nicht. Kann sein. Ich weiß es nicht. Aber Kupid hatte doch irgendwie nur so 1200 Sonnen gekostet oder so. Stimmt. War das nicht auch Armor? Nee, die hieß aber Kupid. Echt? Armor war mir bis dahin gar nicht, ist mir bis jetzt gar nicht bekannt gewesen. Vielleicht haben die den umbenannt zu Armor. Würde Sinn machen. Es gibt. Das ist alles eine Verschwörung. Stecken die Illuminaten dahinter? Man weiß es nicht. Ein Fall für das Galileo Mystery Team. Boah, die Bongos wieder, die hatte ich gestern schon zu Besuch. Ja, dann ist natürlich blöd. Aber schon lange, bis es losgeht, würde ich mal merken. Ja, das liegt an Kepri, der scheint da nichts richtig laden zu können. Hast du eigentlich den Supermond gesehen? Nee, leider nicht. Ich habe das total verpeilt. Ich dachte, der wäre am 29. Da habe mich schon gefreut, am Abend mal richtig den Supermond sehen zu können. Und dann lese ich so, ja, das ist am 28. früh am Morgen. Ich hätte es gerne mal gesehen, habe ich. Ich habe den beide Male dieses Jahr verpasst. Okay. Ich glaube, der war doch zweimal. Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Kein Kupido eigentlich. Armor feuert ein Liebesheuer auf das Ziel, verursacht Schaden und verlangsamt, wenn er trifft. Nach kurzer Zeit explodiert das Herz des Ziels und verursacht den Schaden erneut auf das Ziel und alle Gegner im Radius. Okay. Teile die Liebe. Armor platziert 3 schwebende Herzen am Ort seines Bodenziels, die ihn oder verbündete Götter heilen, wenn sie aufgesammelt werden. Armor regeneriert für jedes Herz Mana, das von einem Verbündeten aufgesammelt wird. Aha. Armor flattert Behende. Was? Flattert Behende vorwärts und zieht eine Spur, die die Bewegungsgeschwindigkeit aller Verbündeten erhöht. Armor erhält nach Flattern für kurze Zeit Angriffsgeschwindigkeit. Erhält nach dem. Okay. So, los geht's. Bum, 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 bum. Oh, ich muss schon zurück, keine Mana mehr. Ach, du Bongo. Halt's mal. Boah, Alter, die Arme ist voll der Spule. Ey Gott, jetzt muss ich einfach sagen, mit den ganzen Herzchen und so. Ja, aber der haut am Ende mit der RC-Fähigkeit ganz gut rein. Echt? Ja. First Blood. Ich hab einen Assist. Yeah, ich hab wieder einen Assist. Bling, bling, bling. Ich
Ich finde den Zaun voll witzig, wenn er da was, wenn er schießt. Raus da Päuchchen, raus da Päuchchen! Alles cool, ja. Und? Was sagst du zu ihm bis jetzt? Ja, die Fähigkeiten, aua, sind ganz gut, aber ich bin tot. Oh. Muss man mit umgehen können. Aber wahrscheinlich ist der halt auch wieder eher was für Arena. Ah, Mücke! In den Arm! Nicht cool! Schon wieder, Alter, in jedem Video. Ah, oh, Mücke, ah, oh, Mücke, ah, oh, Mücke. Ja, Mann, ist einfach so. Die fliegen die ganze Zeit rum. Und da ich nicht gerade der Herr im Hause ist. Beim Zocken? Na, wird ja ein bisschen schwierig. Killing spree! Ja, yeah, wieder ein Assist. Ganze 3 Assists. Bist du verletzt zufällig? Heil dich mal, damit ich Mana wieder krieg. Da, an den Herzen. Herz? Ach, da. Yeah, danke. Pop. Oh, ich werde gegrabt. Muss schon wieder zurück. Keine Mana, Ätzend. Ja, sau wenig. Hat er nur so wenig? Ist kacke. 360 habe ich jetzt. Ah, nicht wirklich viel. Aber ich habe 425. Na gut, ich habe auch noch nichts gekauft und alles. Wieder nur ein Assist, Mann. Klau doch nicht alles. Rampage. Ja, die macht das schon. Wir brauchen keine Hilfe. Aua, sag mir doch, dass die Minions weg sind. Hier, Heilung. Ja. Da ist auch noch eins her. An enemy has been slain. Ey, yo. Ich porte mich mal zurück. Ich habe ein bisschen viel Geld. Was macht denn eigentlich die Ulti? Armer feuert Liebesfeuer auf den Ort des Brüllens und verlangsamt und verkrüppelt dem Befehl. Boah. Diese können Bewegungsfähigkeit einsetzen, alle Ziele. So. Ah, oh, shit, ey. Ja, ich bin wieder tot. Verdammt. Verdammt und zugenäht. Was macht meine Ulti? Your middle tower is under attack. Ja. Ja. Mal schauen. Unstoppable. Wieder Kill geklaut, ey. An enemy has been slain. Komm schon, Amor, mein kleiner Engel. Du bist kein böser Bengel. Zack. Wie die sich hier nicht raustrauen, ey. Ja. Wie die alle killt, Mann. Nein. Ich will nicht sterben. Ich bin ein Engel. Okay, meine Ulti ist gar nicht mal so kacke. Was kann die? Der wirbelt ja seine Axt so rum. Und hält damit dann die Gegner fest und wirft die dann weg. Nice. In eine Richtung, in eine gewünschte Richtung sogar. Das kannst du dir dann aussuchen. Das ist gut. Dann wirfst du den noch zurück in unseren Turmfeld zum Beispiel und dann ist das ganz schön bitter für die. Also macht das Schaden. Und, oh, da hast du daneben gegriffen, Kepri. Au. Au. Kepri, sei mal nicht so kacke.
Heilung. 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 Immortal. Hier noch mal ein bisschen Heilung für dich. Donge. Komm, schnapp sie dir alle. Oh toll, jetzt habe ich aus Versehen Herzen geworfen. War nicht so, wie ich wollte. Ey, yo, chill. Jo, nochmal zurück. Brauche mal das. An enemy has been slain. Ja, die killt alle, die macht das schon. Ja. Die braucht uns nicht. Die sowieso schon mit Level 11. Also. Naja. Hier, spür mein Herz. Spür meine Liebe. Minion, ich liebe dich. Oh, tot. Minion, ich liebe dich. Oh, auch tot. Ich port mich mal zurück. Nein! Ich bin gegriffen. Hier sind Herzen für dich. Au! Hopp. Der wollte mich angreifen, der Pisser. Ich hab's gesehen. Jojo, das geht ganz zügig. Oh, du bist tot, Elise. Ja. Na, weißt du, ich komme mit dem nicht so gut klar. Nur etwas tricky. Es ist halt Nahkämpfer. Und ja, ist Nahkämpfer ist ein bisschen schwierig. Ja, komm. An enemy has been slain. Du kannst auf meiner Bahn bist du auch schneller, ne? Wenn ich, also hier auf dieser Linie, die ich da mache. Mann, ich assiste hier nur. Ja, sehr schön. Jetzt raus da. Ja, den war ja aber auch gut verfolgt. Ja. Hier, warte, Heilung. Your team has destroyed a middle enemy tower. Ja, port ich mich mal zurück. Dito. Alle drei zurück. Blub, 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 blub. So. Ah, das ist schon ganz cool. Ein Level 9 und 2000 Life ist okay, das annehmbar. Ist ein richtiger Tank.
Jeder Treffer mit seinen Grummel gibt Amor einen Stapel, der Schaden und Heilung seiner Fähigkeiten erhöht. Bei 8 Stapeln gewährt Herzbombe und Pferde Liebe zusätzlich für eine Sekunde Betäubung. Okay. Hopp. Dum, dum. Und wieder ist es. Ja, läuft. Wieso visiert er mich denn unbedingt die ganze Zeit an? Was hat der Phönix mit mir? What the fuck? Hinter uns ist Dings, Kepri oder wie der heißt. Ja. Nice. Oh, Alter. Auseinandergenommen. Ja. Oh, eine geile Attacke, ey. Die die hat. Alter, der Phönix visiert immer mich an. Oh, ich bin tot. Au. Autsch. So! Ja, die macht das. Die ist so overlevelt. Ja. Wie die weghaut, Alter. Alter, ich hab 10 Assists. Das ist schon okay. Ich hab 16 Assists. Läuft. Die ganze Zeit hier nur am Assisten. Aber du hast einen Kill wenigstens. Das ist richtig. Mir wurde ein Kill verwehrt. Die Schlampe da. Die ganze Zeit die Kills macht. Ja, ich glaube, der ist tot. Jo. Phönix, wie sieht immer mich an jetzt? Jetzt hat sich's erledigt. Ja, läuft auf jeden Fall ganz gut. Ja, wir gewinnen. Unser erster Sieg ja. Dann in der Aufnahme. Siehst du mal. Your team has destroyed a middle enemy Phoenix. Auch wenn der andere Teammate von uns eigentlich die meiste Arbeit gemacht hat, aber egal. Das ist egal. Teamwork. Ja. Ey. Jo. Nein, ich bin tot. Ich bin knuffig, tötet mich nicht. Ja, der Kid, ey. Krank. Wieso habe ich so ein komisches Schild? So eine Kugel um mich rum. Das ist ein Item. Was kann das? Anscheinend die Schützen, ne? Denke ich mal. Scheint so. Denk's mal, ich weiß es nicht. Ich kauf's mir zwar ab und zu, aber ich weiß nicht, ob es wirklich da zum Schutz ist. Du läufst doch schneller. Automatisches Kaufen vor Gewinn. So.
Was kann der Teil jetzt hier? Das ist ein Wort, soweit ich weiß, irgendwie zum Auskundschaften der Gegend. Dann sieht man, wenn da Gegner langlaufen oder so. So. Nein, er hat mich getötet. Jo, mich auch. Uncool. Ja, machst du nix. Aber der andere von uns steht auch gerade nur draußen rum irgendwie. War dem denn nicht richtig? Ich weiß nicht, vielleicht traut er sich nicht gegen zwei auf einmal. Alter, der macht dir Schaden, ne? Oh ja. Normale Attacke 250, easy. Ja, da hat sie die weggerockt. Das ist nicht schlecht. Also wenn man meint, wenn man die richtig spielt, scheint die doch wirklich gut zu sein. Ja. Ich hab dir gerade meinen in deinen Arsch geschossen. Oh. Au. Ah, die haben ja schon wieder so verkackten Phoenix. Your team has destroyed a middle enemy Phoenix. Wie du die rumschleuderst. Ich find's witzig. Oh, schön. Shoot. Nein. Ja. Ich wollte ein bisschen auf den rumhauen. Ah. Das ist tot. Die ganze Zeit hier so scheiße, ja. Mein Arsch tut weh. Ja, da war easy Sieg. Haben wir auch ohne die, das war allein unsere, meine und Porchens Leistung. Ja, der Esel nennt sich immer zuerst, also, oder wie war das? Hm? Der Esel nennt sich immer zuerst, oder wie war das? Oh. Was? Ja, Sieg. Da habt ihr unseren ersten Sieg gesehen. War relativ unspektakulär, weil ich nicht viel gemacht habe, außer zu assisten. Aber na gut, ja, da habt ihr erstmal Kupito gesehen. Amor. Und ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Und in der nächsten Folge seht ihr dann Xiang Tuang Xin Kintiao. Ach, ihr wisst schon, wen. Irgendwie so, ja. Und dann sag ich mal, haut rein. Tschö, mit ö. Tschö, mit ö.